Sie gehören zu den Favoriten auf den Super Bowl und in dieser Woche treffen sie aufeinander. Die Kansas City Chiefs, der Titelverteidiger, gegen die New Orleans Saints. Und einer unserer deutschen Football-Profis kennt die New Orleans Saints besonders gut, weil er mehrere Jahre da gespielt hat und weil er die Schwester eines Saints-Spielers geheiratet hat. Wir sprechen mit Kasim Edebali. Kasim, dein Schwager Cam Jordan gegen die O-Line der Chiefs und Patrick Mahomes. Ein Schlüsselduell? 100%. Ich meine, er ist immer so das Matchup und man sieht auch meistens die verschiedenen Offenses, wie sie versuchen, Cam zu stoppen. Also das Doppelteam geht meist zu Cam, aber besonders in dieser Saison, Trey Hendrickson, der auf der anderen Seite der Defensive End ist, ich glaube, der ist Nummer 2 oder Nummer 3 momentan in der NFL in Sacks, weil Cam kriegt immer so viele Blocks, dass der andere immer One-on-One hat und das hilft ihm natürlich sehr, sehr gut auf der anderen Seite zu spielen. Also das wird auf jeden Fall ein Key-Matchup. Saints Quarterback Drew Brees hat sich Ende November ja 11 Rippen gebrochen und ein kollabierter Lungenflügel, das war die Diagnose. Ist noch unklar, ob er gegen die Chiefs ran kann. Der Backup Taysom Hill, ist das einer für dich, von dem du sagst, ja, der kann Drew Brees auf Dauer als Nummer 1 ersetzen? Es geht halt immer um, ich glaube, man muss konstant bleiben. Und die letzten Wochen sah er relativ gut aus, aber nach dem Philly-Spiel sah das echt nicht so gut aus. Also man muss es mal gucken. Und er spielt auf jeden Fall für den Job der Zukunft bei den Saints momentan. Also jetzt ist gerade so seine kleine Probe, ob die Saints wissen, wenn Drew fertig ist mit der NFL, kann Taysom Hill unser nächster Mann sein. Als du bei den Saints noch gespielt hast, gab es eine Tischtennisplatte im Lockerroom und Drew Brees sagte damals, es gibt zwei Typen, die du schlagen musst an dieser Platte. Cam Jordan und Kasim Edebali. Das ist korrekt. Ich meine, als gebürtiger Hamburger, wenn man in der Grundschule schon aufwächst, dann spielt man immer Runde und Tischtennis halt draußen in der großen Pause. Und weißt du, die Amis spielen alle Basketball und Football nach der Schule, aber in Deutschland spielen wir Tischtennis. Das heißt, als ich in den Lockerroom kam, habe ich sie alle fertig gemacht. Aber zuerst, ich war ganz schüchtern und bescheiden, aber dann haben sie gesagt, komm, Kass, im Spiel mal. Ich so, nein, Jungs, ihr wollt das nicht. Und danach haben wir richtig so einen kleinen Fight Club, aber Tischtennis-Edition im Lockerroom. Aber es gibt Jungs, die haben sich echt $400 Tischtennisschläger geholt. Das wurde dann richtig ernst. Richtig ernst, also auch um Geld gespielt? Haben wir um Geld? Ich glaube auf jeden Fall, aber ich hab nicht um Geld gespielt. Hätte ich mal machen sollen, dann wäre ich bestimmt ein bisschen reicher rausgekommen. Björn Werner hast du ja auch beim Tischtennis kennengelernt, hat er zumindest geschrieben in seiner Biografie. Tischtennis ist wirklich ja das Spiel der Freundschaften und der Liebe, würde ich sagen. Na, und zwar damals waren Björn und ich ja in der U19, in der deutschen Nationalmannschaft, 2006. Und ich kannte wirklich keinen in der Nation und Björn hat Tischtennis gespielt. Und natürlich kam dann wieder meine Liebe für Tischtennis raus. Sagst du, hey, kann ich auch spielen? Und Björn hat dann gesagt, ja komm, spiel mit mir mit. Und dann haben wir ein bisschen gespielt. Ich glaube, Björn hat das Spiel sogar gewonnen, aber das lag an meinem Schläger. Das war einer von diesen Oldschool-Schlägern. Ich brauche ein bisschen mehr Grip, also dass ich schön alles zwirbeln kann. Aber ja, so sind Björn und ich Freunde geworden. Ja, aber auf den Schläger schieben ist schon die klassische Ausrede, weißt du, ne? Das stimmt natürlich, aber wer Tischtennis spielt, der weiß ganz genau, wie unterschiedlich einige Schläger sein können. Lass uns nochmal auf das Spiel Chiefs gegen Saints zurückkommen. Travis Kelce, der Tight End der Chiefs, ist ja, wie ich immer sage, ja, ein Kühlschrank, der aber auch super athletisch ist und eben ganz, ja, super sichere Hände hat im Passspiel. Du als Verteidiger, hast du irgendwie mal eine Schwäche bei ihm ausgemacht? Er gilt ja als einer der besten Tight Ends der Liga. Ich habe mit dem Kelce habe ich trainiert. In Miami damals habe ich in der Offseason trainiert. Und da habe ich auch viel mit ihm trainiert und der Typ ist echt eine Vollmaschine, ein kompletter Athlet. Die einzige Sache, die ich sagen würde, ist halt im Laufspiel, aber das ist jetzt keine Schwäche, weil er wird ja nicht, die packen ihn ja nicht jetzt irgendwo hin und sagen, hey, block den besten Defensive End auf der Seite. Das ist nicht sein Job. Sein Job ist es, Routen zu laufen, Bälle zu fangen und Mismatches zu createn,
Weil wenn ein Linebacker gegen ihn ankommt, man denkt, ein Linebacker sollte ein Tight End eigentlich decken können. Aber ein Athlet wie er, der läuft weg, der hat gute Hände und es ist echt schwer, den unter Kontrolle zu bringen. Danke, Kasim Edebali. Und das Spiel Chiefs gegen Saints gibt's am Sonntag im Free TV. Und zwar ab 22.25 Uhr live auf Pro7. Er ist bekennender Dolphins-Fan und hat auch seine wöchentliche NFL-Kolumne bei Bild. Ich spreche von Carsten Spengemann. That'll bring us to the two-minute warning. Wir wollen mit Carsten mal ein bisschen was ausprobieren. Er hat 2 Minuten Zeit, also er ist ein bisschen unter Zeitdruck, um möglichst viele Football-Behauptungen zu bejahen oder zu widersprechen. Los geht's. Carsten Spengemann hat mehr als 10 Dolphins-Trikots im Schrank. Stimmt. Die Miami Dolphins sind in den nächsten Jahren sichere Playoff-Kandidaten. Drew Brees geht nach dieser Saison in Rente. Gerüchteweise hat er den Vertrag als TV-Analyst unterschrieben. Ich weiß nicht, wie da die Rechtslage ist. Es wäre sehr, sehr schade. Ich glaube allerdings, wenn Tom Brady weitermacht, dann wird auch Drew Brees noch ein Jahr weitermachen. Also das wird eine spannende Offseason. Die Saints verlassen sich zu sehr auf Alvin Kamara. Was du hast, sollst du natürlich auch benutzen, speziell in der NFL. Und Alvin Kamara ist eine Waffe, das hat man gegen die Eagles wieder gesehen, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Also Alvin Kamara kannst du gar nicht oft genug benutzen. Die Packers sind nicht so gut wie ihr Rekord. Das solltest du nicht Devonta Adams sagen, das solltest du auch nicht Aaron Rodgers sagen. Die sind tatsächlich richtig gut. Gute Defense, richtig geile, kreative Offense, das macht Spaß. Also Packers Football ist gerade tatsächlich geil. Die Browns sind ohne OBJ sogar besser. Statistisch gesehen ja. Und ich glaube, da ist jetzt Ruhe im Lockerroom. Man kann sich fokussieren und die Ablenkung ist weg. Deswegen mal gucken, wie es weitergeht. Jakob Johnson hat sich bei den Patriots festgespielt. Ja, definitiv ja, und das ist auch gut so. Derrick Henry wird MVP. Wenn Aaron Rodgers so weitermacht, wie er weitermacht, wird es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Und statistisch gesehen aus den letzten Jahren ist immer ein Quarterback, der hat einfach stimmtechnisch Vorteile. Die Jets gewinnen in dieser Saison kein Spiel. Sie gewinnen viel Erfahrung, wie es ist, mit Adam Gase sozusagen weiter im Treibsand zu stecken. Ich glaube nicht. Ich glaube, da bleibt die Null. Carson Wentz wird für die Eagles kein Spiel mehr machen. Nach dem, was Jalen Hurts gestern abgeliefert hat, wäre das, glaube ich, der Schleudersitz für Doug Peterson, wenn er sagt, so, Carson, du darfst wieder. Also ich glaube, Jalen Hurts spielt zu Ende. Danke, Carsten Spengemann. Ist ja an diesem Wochenende auch wieder bei RAN im Einsatz. Waren doch einige überraschende Antworten dabei. Neue Rubrik bei Playbook Trash Talk. Es geht um die Frage heute, Chiefs gegen Saints, ist das der Super Bowl, ja oder nein? Meine Gäste im Studio, meine Kollegen und Playbook-Moderatoren Gerrit Langenstein und Felix Grimm. Und Felix glaubt, Chiefs gegen Saints, das wird der Super Bowl sein. Stimmt, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Chiefs als amtierender Champion bisher in dieser Saison gezeigt haben, dass sie ganz vorne mit dabei sind. Deswegen sind sie für mich auch Kandidat, wieder ins Finale zu kommen. Und die Saints, ganz ehrlich, die haben jetzt zwar vielleicht verloren, aber jetzt kommt Drew Brees zurück, wahrscheinlich sogar schon im nächsten Spiel. Müssen wir natürlich ein bisschen abwarten. Aber der hat auf jeden Fall genug Zeit, um sich einzurufen für die Playoffs und dann geht es richtig rund, Gerrit. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Fanbrille, die da bei dir durchkommt. Weil, sind wir mal ehrlich, die Saints in den letzten Jahren, die waren schon immer ein Top-Team, waren immer unter den ersten drei, so was die Conference angeht. Aber in den Playoffs, da hat es nie hingehauen. Vor 3 Jahren Minnesota Miracle. Dann einfach ein Verteidiger gepennt. Im Jahr darauf waren sie immerhin im Championship-Game, aber ein bisschen Pech mit den Schiedsrichtern war da, glaube ich. Und dann aber in der Verlängerung noch die Chance gehabt zu gewinnen. Brees wirft eine Interception, Spiel verloren. Und letztes Jahr gegen die Vikings, das war einfach insgesamt ein ganz, ganz schwacher Auftritt. Und so kommt es bei mir raus, bei den Saints, da ist immer irgendwas. Ich tippe ganz sicherlich nicht auf die Saints dieses Jahr im Super Bowl. Ja, da könnte ich dir natürlich recht geben, aber es spricht natürlich jetzt auch tatsächlich in diesem Jahr ein bisschen auch dafür, für die Saints, weil sie bislang alle Hürden genommen haben. Michael Thomas ist ausgefallen, fehlte sehr, sehr lang. Drew Brees ist ausgefallen, fehlte sehr, sehr lang. Sean Payton hat sogar relativ viel experimentiert und trotz alledem stehen sie immer noch da, ziemlich weit oben, also pari pari mit den Green Bay Packers. Und wenn man bedenkt, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist, glaube ich tatsächlich, dass dieses Jahr in den Playoffs viel, viel mehr drin ist.
Du sagst, alle Hürden genommen. Ich frage mich da, welche Hürden? Weil wenn man sich mal anschaut, gegen welche Teams die bisher gewonnen haben, dann fällt auf, dass da nur zwei Teams darunter waren, die wirklich mehr als die Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben. Und das waren die Bucks. Und in den Playoffs spielten man da eher gegen Teams, die sind ein bisschen besser. Ich glaube, dass es eigentlich nur wenige Mannschaften gibt, die Saints wirklich schlagen können. Und das sind dieses Jahr tatsächlich Mannschaften gewesen, die einen guten Tight End haben. Und davon gibt es in der NFC eigentlich nur eine Mannschaft, das sind die San Francisco 49ers und George Kittle. Und die spielen dieses Jahr keine Rolle. Ich glaube halt, dass man vor allem in den Playoffs einen guten Quarterback braucht. Und da bei den Saints, Drew Brees, einfach alt, verletzt, müssen wir schauen, wie kommt er wieder zurück. Und Taysom Hill, ja, der hat seine ersten Spiele gewonnen, dann jetzt am Wochenende sah er nicht so gut aus. Und er ist einfach kein guter Werfer. Und gerade in engen Spielen, wenn man mal hinten liegt oder so, dann ein paar Punkte aufholen muss, dann braucht man einen guten Quarterback. Und da haben halt andere Teams wie die Packers mit Rodgers oder die Seahawks mit Wilson einfach die besseren Karten. Siehst du, und genau deswegen werden die Saints wahrscheinlich sehr, sehr viel aufs Running Game setzen und quasi die Uhr abzapfen und den Gegner möglichst weit weg vom Platz halten. Ich glaube, es wird ein bisschen darauf ankommen, dass die Saints tatsächlich Heimvorteil haben, auch wenn die zu Hause natürlich bislang auch ohne die ganzen Fans ganz gut gespielt haben, in einem leeren Dome. Aber es wäre für die Saints eher problematisch, denke ich mal, zum Beispiel nach Green Bay irgendwann fahren zu müssen, die weite Reise anzutreten. Dann aber danach sieht es ja gerade aus. In dieser Kälte zu spielen. Noch ist nicht aller Tage Ende. Ne? Die Packers haben für mich tatsächlich das schwerere Restprogramm. Mal abgesehen jetzt von den Chiefs, am nächsten Wochenende spielen die gegen die Saints eigentlich noch gegen die leichteren Gegner. Unter anderem dann gegen die Panthers und die Vikings. Ich glaube, das sind beides Mannschaften, die die Saints schlagen werden. Aber die Saints sind ja auch nur der eine Teil davon. Auf der anderen Seite immer noch die Chiefs. Die sehen natürlich aktuell gut aus, haben jetzt sogar ein Spiel gewonnen, wo sie sehr, sehr schlecht gespielt haben. Trotzdem muss man mal sagen, dass seit 1999 außer den Patriots in der AFC kein Team in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in den Super Bowl eingezogen ist. Also ein Selbstläufer wird auch das nicht. Glaube ich auch. Grundsätzlich haben die Chiefs aber auch bewiesen, dass sie relativ konstant gespielt haben dieses Jahr. Und ich glaube, dass sie tatsächlich auch noch ein bisschen Luft nach oben haben. Also ein, zwei Ausrutscher gibt es immer, dann fehlt die körperliche Grundhaltung, also die Körperspannung sozusagen. Und man denkt, man kann das Spiel alleine schlagen. Die Saints haben zum Beispiel Marshon Lattimore, ist so ein Kandidat, so ein Cornerback, der eigentlich immer nur gegen die ganz Großen super auftrumpft. Und wenn es dann gegen Andy Blitzfiepen geht, dann hat er offensichtlich keine Lust und strengt sich nicht richtig an. Und das fliegt ihm dann manchmal um die Ohren. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal im Februar an der Stelle hier, wer den besseren Tipp hatte.